Herzlich willkommen bei StudyLab TV. Wir sind auf unserem Marsch durch die Thermodynamik schon ein gutes Stück vorangekommen und haben ja quasi schon alle Zustandsänderungen geschlachtet im geschlossenen und offenen System, was Wärme und Arbeit angeht, bis auf reversibel adiabate Zustandsänderungen im offenen System. Für alle, die jetzt gerade eben erst dazugestiegen sind, verliere ich nochmal gerade zwei, drei Worte zu diesen beiden Begriffen. Also, was war nochmal reversibel adiabat? Bei reversibel adiabat, ich hatte das beim ersten Mal schon gesagt, verweise ich, was den ersten Punkt angeht, auch nochmal auf das Video zum zweiten Hauptsatz. Was gilt da? Die Entropie, Formelzeichen S, bleibt konstant, ändert sich also nicht, ist ein idealtypischer Prozess. Und bei reversibel adiabaten Zustandsänderungen findet keine Wärmezufuhr statt. Also Q1,2 ist 0. Dementsprechend sind wir halt, was das hier angeht, also was die Wärme angeht, auch schon fertig. Erste Formel. Bei reversibel adiabaten Zustandsänderungen, wie wir das schon im geschlossenen System gesehen haben, ist Q1,2 immer 0. Also wenn in der Klausur steht, bestimmen Sie die Wärmezufuhr bei einer reversibel adiabaten Verdichtung, können wir ganz dankbar Null hinschreiben und alles ist gut. Was ist jetzt mit der Arbeit, die man da leisten kann? Und vor allen Dingen, was war denn nochmal ein, ich hatte es hier in blau markiert, ein offenes System. Unter einem offenen System stellen wir uns ja immer einen stationären Fließprozess vor. Stationär, weil die Zustandsgrößen nicht von der Zeit abhängen. Also ich sag mal, in der Kunststofftechnik hat man zum Beispiel Maschinen und da kommt dann irgendwas raus, eine schöne Dichtlippe für ein Fenster zum Beispiel. Und bevor die da so schön rauskommen, dass man sie direkt ins Fenster kleben kann, hat man immer erst so Anlaufprozesse. Die sind formelmäßig schwer bis gar nicht zu erfassen. Und deswegen lassen wir das mal schön raus und reden halt hier nur über stationäre Fließprozesse. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die Maschine schon so richtig schön vor sich hin rappelt. So. Also, was war das dann? Stationärer Fließprozess. Das Beispiel, das wir immer betrachten hier, ist ein Verdichter. Das ist das Schaltsymbol dazu. Man hat einen Zustand 1, da kommt irgendeine Suppe reingeflossen. Dann ist das zum Beispiel eine Kreislaufpumpe im häuslichen Heizungskreislauf und verdichtet eben die Flüssigkeit, so dass sie irgendwie bis in den zweiten Stock fließen kann. Das ist also eine Pumpe. Also hier allgemeiner formuliert der Verdichter. Das ist also das, was wir bitte immer im Hinterkopf haben, wenn wir über einen stationären Fließprozess sprechen. So, jetzt wollen wir also wissen, wenn wir jetzt hier einen Druck P1 haben und hier einen Druck P2, wie viel Arbeit muss ich denn jetzt hier reinpacken, damit das Ganze funktioniert? Wie machen wir das? Wir machen das so ähnlich, wie wir das schon beim geschlossenen System gemacht haben. Didaktisch nicht so der Knaller, weil eine Formel einfach vom Himmel fällt, aber es geht leider nicht anders, es nützt alles nichts, ist auch nicht meine Schuld. Also, erster Hauptsatz war ja für einen stationären Fließprozess Q1,2 plus W1,2 ist gleich die Änderung der Enthalpie. Und Enthalpie war ja Änderung der inneren Energie plus die Verschiebearbeit der Masseströme beim Rein- und Rausfließen. Ist also ein bisschen mehr als beim geschlossenen System, ne, weil dieser Term noch dazukommt. Das ist also die Enthalpie. Die mechanischen Zustandsgrößen, also die kinetische Energie und die potenzielle Energie, lasse ich jetzt hier mal der Übersichtlichkeit halber weg. So, wie auch schon beim geschlossenen System fällt jetzt halt eine Formel vom Himmel, und zwar ist das die kalorische Zustandsgleichung. Wem das jetzt hier nicht wissenschaftlich genug ist, der ist herzlich eingeladen, das zu googeln und sich die Herleitung anzugucken. Bringt einen in meinen Augen, wenn man das Ziel hat, die Klausur zu bestehen, keinen Millimeter nach vorne. Also kalorische Zustandsgleichung für ein offenes System. Die lautet folgendermaßen, Enthalpie ist gleich Cp mal Delta T1,2. Das wäre jetzt also hier eine andere Form des ersten Hauptsatzes für ein offenes System in Kombination mit dieser kalorischen Zustandsgleichung. Und wir reden ja jetzt hier über reversibel adiabate Zustandsänderung. Das ist nett, denn dann fällt diese Geschichte hier gleich raus. Und wir haben schon die erste Formel. Also für reversibel adiabate Zustandsänderung. Reversibel adiabate Zustandsänderung. Haben wir schon mal die erste Formel für die technische Arbeit.
WT12 ist gleich CP mal Delta T12. So. Das ist jetzt hier aber noch nicht alles, sonst wäre es ja keine Thermodynamik. Das ist ja dann doch noch ein bisschen einfach. Deswegen versuchen wir das mal noch ein bisschen über andere Größen auszudrücken, die eventuell in der Klausur eher gegeben sind. Ganz so einfach machen es einem die Freunde dann ja meistens doch nicht. Und zwar bemühen wir nochmal zwei Formeln, die wir auch schon aus dem Video zu dem geschlossenen System kennen. Also viel wiederholt sich jetzt. Die isobare Wärmekapazität Cp ist gleich Cv plus R. Und was wir noch wissen, der Isentropenexponent, der ist ja wichtig für reversible adiabate / isentrope Zustandsänderung. Dieses Kappa, das ist gleich Cp durch Cv. So, was machen wir jetzt? Wir nennen das und das 1 und 2. Jetzt können wir 2 ein bisschen umformen. Und zwar können wir 2 so umformen, dass da steht, Cv ist gleich Cp durch Kappa. Das kriegt man, glaube ich, gerade eben noch hin. Und jetzt setzen wir 2 mal in 1 ein. Also 2 in 1. Zack. Dann steht da, Cp ist gleich Cp durch Kappa plus R. Worum geht's? Was soll der ganze Quatsch? Ich möchte Cp eliminieren. Ich habe ja gerade gesagt, wir wollen es nochmal so umstellen, dass wir eine Formel bekommen mit Werten, die wahrscheinlich eher gegeben sein werden in der Klausur. Und wenn wir jetzt also dieses Cp, das hier nenne ich mal in Gleichung 3, das setzen wir jetzt hier in Gleichung 0 ein. Und schon haben wir die nächste schöne Formel. Also schreibe ich mal auf, 3 in 0. 0 war ja einfach nur der erste Hauptsatz für eine reversibel adiabate Zustandsänderung im offenen System. Und wenn man das so macht, dann steht da WT12 ist gleich Kappa durch Kappa minus 1 mal R mal Delta T. So. Jetzt forme ich das gerade noch einmal um, hat einen mathematischen Grund, erkläre ich gleich. Kappa durch Kappa minus 1. Jetzt machen wir den Strich hier mal ein bisschen größer und schreiben mal hin, mal T1 mal R. So, damit dieses T1, das jetzt hier ja irgendwie vom Himmel gefallen ist, kompensiert wird, muss ich es hier rechts dividieren. Ne? Dann T1, T1 kürzt sich also wieder raus, passt und hier steht eine 1. So, das ist jetzt hier also schon mal die nächste Formel, nur mit dem Isentropenexponent. Das ist also schon mal ganz gut, wenn wir nur den Isentropenexponenten gegeben haben. Und jetzt gebe ich mal noch so ein paar allgemeine Hinweise, ohne das jetzt hier noch alles so weiter auszurechnen. Wie kann man diese Formel jetzt noch umbasteln, wenn man andere Sachen gegeben hat, bevor man jetzt verzweifelt? Was wissen wir denn noch? Also wir machen mal als erstes hier so in Bleu Folgendes. Also dieses T2 durch T1 gilt jetzt wohlgemerkt immer alles nur für reversibel adiabat. Dieses T2 durch T1, das kann ich auch anders ausdrücken. Hatten wir mal uns angeguckt im Video zu reversibel adiabaten Zustandsänderungen. Und zwar kann ich T2 durch T1 auch so schreiben. P2 durch P1 hoch Kappa minus 1 hoch Kappa. Wenn die Drücke gegeben sind und wenn nur die Volumina gegeben sind, das ist dann allerdings auch echt schon fies. Das wäre dann V1 durch V2 durch Kappa minus 1. Kann man also da oben reinbauen, diese Ausdrücke hier, wenn man das gegeben hat. Und was kann ich noch sagen? Hier das kann man auch anders ausdrücken, allerdings mit dem idealen Gasgesetz, das gilt grundsätzlich. Und zwar kann ich T mal R natürlich auch schreiben als P mal V. So, das ist also schon mal hier an dieser Stelle alles. Und das Letzte, was wir jetzt noch machen können, sind polytrope Zustandsänderungen. Und dann haben wir es also endgültig hinter uns. Das gucken wir uns im nächsten Video an und sind an dieser Stelle dann hier erstmal fertig.